Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Let's Play History hier mit Northumbria in Thrones of Britannia. Das reimt sich sogar. Wir sind im Krieg mit Mercia und haben eine Landungsarmee hier schon vernichtet. Deswegen sieht unsere Truppe auch so angeschlagen aus. Und da kommt die nächste Full-Stack-Armee und will hier die Siedlung einnehmen, die wir gerade befreit haben, in Anführungszeichen. Wird lustig, würde ich sagen. Er zeigt uns hier so eine 50-50-Chance an. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Versuchen wir es. Die sind alle seekrank, ne? Würde das was bringen, wenn wir selber jetzt mit Schiffen spawnen, oder können wir das gar nicht? Wir haben halt hier wieder sehr gute Gefolgeschwertkämpfer. Das ist schon nicht schlecht. Die Truppen sind nicht ganz so gut wie die letzte Armee, gegen die wir gekämpft haben. Da hatten sie schon Elite-Schwertkämpfer dabei, aber das ist trotzdem nicht ohne. So, ich will mal eben testen. Geht das? Armee da hinzusetzen? Nee. Geht nicht. Liegt das jetzt da an der Größe? Nein. Okay. Das heißt, sie werden ja vermutlich hier irgendwo an Land gehen. Oder irgendwo jedenfalls. Oder sind die Stege eigentlich die einzigen Landungsmöglichkeiten? Nee, ne? Sie können meines Wissens überall die Schiffe ranbringen. Vielleicht können die Katapulte die Schiffe zerstören, ich weiß es nicht. Ich glaube da momentan aber auch nicht so ganz dran, dass das von Erfolg gekrönt sein würde. Oh Mann, unsere Truppe ist echt angeschlagen. Wir müssen ein paar Speerkämpfer nehmen. Weil sie mit ihrer Kavallerie halt da hinten irgendwo kommen. Die kann nämlich nicht auf Schiffen in die Schlacht kommen, deswegen. Da müssen wir drauf achten. So, unsere Kavallerie können wir vielleicht mal zu einer Gruppe zusammenfügen. Was haben wir da jetzt noch? Die beiden Axtkämpfer. Das Gefecht wartet. So sieht's aus. So, das soll nicht mit rein, der Rest in die harte Formation. Kavallerie vermag den Feind aus weiter Ferne zu vernichten. Ist jedoch anfällig für Kavallerieangriffe. Haltet zu ihrem Schutz Infanterie in der Nähe. Artillerie abfeuern! Tempo steigern, Männer! So, dann versuchen wir mal schnell darüber zu kommen. Nieder mit dem Feind! Die Kavallerie. Boah, wie weit vorne kommen die denn hier rein? Scheiße. Dann müssen wir doch erstmal versuchen, sie zu blockieren. So, Katapulte. Kannst du so ein Schiff versenken? Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Ja, ist auch besser so. Was machen unsere Kavalleristen?
kämpfen da noch. Also sie haben halt auch berittene Tarn da, ne? Das ist schon nicht... nicht übel. Und jetzt sind sie auch schon gelandet, das heißt, der Plan, den ich hatte, der geht auch nicht so richtig auf. Dann hätten wir die Dinger auch weiter hinten aufstellen können. Befehligt uns. Ja, dann kommt doch mal hier rüber. Komm schon, die Kundschafter und so, die können wir jetzt hier wohl ausschalten. Hier zum Angriff. Da Kavallerie gibt es hier ja jetzt keine mehr. Die ziehen sich da zurück. Die werden auch nicht zurückkommen. Die Kavallerie auf die Flanke. Bogenschützen bitte entfalten und Brandpfeile. So, flankiert sie bitte. Was läuft da? Speerkämpfer, die unsere Kavallerie angehen wollen. Und hier fährt noch der General rum. Kann unser Katapult im Nahkampf? Könnt ihr bitte das Ding wieder bemannen? Los, flankiert sie. Und wir boosten hier mal die Moral. Und die Kavallerie steht jetzt mehr oder weniger bereit. Was haben die denn da für Truppen? Speerkämpfer? Ja. Okay. Vergessen wir das und versuchen hier die Bogenschützen auszuschalten. Die Mannschaft unseres Katapults ist gestorben mittlerweile. So, die können wir immerhin jetzt vor uns hertreiben. Die Männer haben die Schlacht für immer aufgegeben. Irgendwer ist da geflohen. Da hinten sieht es auch nicht so gut aus gegen die Axtkämpfer, ehrlich gesagt. Uje. So, wollen wir mal zusehen, dass wir die da endlich stellen. Wir stehen unter Beschuss. Kavallerie, nehmt sie
Okay. Nur im Zentrum sieht es ehrlich gesagt nicht super aus. So, die fliehen. Dann versucht doch mal, die zu flankieren. Ihr kümmert euch um den da. So, was machen die Reiter? Gar nichts. Die müssen jetzt hier irgendwie versuchen, dem Gegner nochmal in den Rücken zu fallen, denn unsere Infanterie hat es gleich zerrissen. So, stürmt vor. Und wir gehen jetzt da blind hinten rein. Wir können nicht länger warten. Wir müssen ihre Moral jetzt brechen. Versucht jetzt den König zu töten. All out attack, kommt schon. Es geht um Leben und Tod, Männer. Der König wankt. Und wir haben ihn getötet. Das ist jetzt einfach hier nur das übelste Gemetzel. Holy crap. So, wir verfolgen nochmal die letzten Gegner mit unseren winzigen Trupps hier. So richtig erfolgreich sieht das ehrlich gesagt auch nicht aus. Da ist sogar noch einer bei gestorben, oder was? Oder fliehen die gerade? Ich glaube, die fliehen. Ja, wir beenden das. Oh mein Gott. Guck mal, wie unsere Armee jetzt aussieht. Schon wieder 400 Mann verloren, 470. Naja, dafür haben wir die Armee vernichtet. Können wir denn jetzt vielleicht endlich mal die Gefangenen nehmen und unsere Armee aufstocken? Ja. 14% ist halt ein Witz und jetzt kommt die nächste. Also zum Glück sind die nicht, also sind die auch schon angeschlagen hier. Oh mein Gott. Immerhin rechnet er uns noch ähnliche Chancen aus wie beim letzten Mal. Ach, das hier ist der König. Ich dachte, das andere wäre schon... Naja. Oh mein Gott, und der hat Kommandowert 9. Was machen wir denn jetzt? Kettenpanzer tarnen hat der. Och,
du Scheiße, und Bogenschützen hat er auch ohne Ende. Ja, hilft ja nichts, ne? Mal zurückziehen können wir uns leider nicht. Und weil wir da in der Siedlung stehen, auch irgendwie ein dämliches Konzept, muss ich mal sagen. In so einem Küstendorf sollte man doch rechtzeitig sehen, wenn da eine feindliche Flotte angeschippert kommt, dass man sich dann noch zurückziehen kann, aber Spiel sagt nein. So, die Erfahrung sagt, es kommt eh gleich zum Kampf. Das heißt, wir können... Huch. Die Leute hier so aufstellen. Dann nehmen wir noch... Ups, das war der falsche Knopf. Den wollte ich. Unsere Nahkampftruppen hierher. General irgendwie in die Mitte. Und dann müssen wir mal... Weiß ich auch nicht. Spontan gucken, wie es weitergeht. Artillerie vermag den Feind aus weiter Ferne zu vernichten. Ist jedoch anfällig für Kavallerieangriffe. Haltet zu ihrem Schutz Infanterie in der Nähe. Krieger! Bogenschützen! Tempo steigern, Männer! Für die Schlacht! So, die können ja auch alle mal in eine Gruppe gehen. Einstweilen. So, die gehen natürlich sofort auf das Katapult. Schlaue Füchse. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ja, okay, das Katapult ist jetzt hinüber. Hä, wie sind die jetzt da hinter uns gekommen? Oh mein Gott. Das finde ich halt immer ein bisschen auch komisch, ne? Also klar ist das schwierig, das so zu implementieren, dass wir... Kavallerie von den Schiffen kommt, aber die sind ja schon Teil der Flotte und von daher finde ich es dann seltsam, wenn das nicht auch Teil der Spielmechanik sein kann. Also weil es schon die Kavallerie ein bisschen OP macht, wenn sie halt hier auf Rampage gehen kann. Und man kann quasi nichts dagegen machen. Aber immerhin ist die KI irgendwie verwirrt und fährt wild im Kreis. Ist ja auch schon mal was. Okay. So, Kavallerie kann sich da irgendwo ausruhen. Dann haben wir noch die Speerjungs. Kavallerie wird ja wohl nicht zurückkommen hier, ne? Ne, ein Typ. Bogenschützen außen, dann Kavallerie darüber. Könnte auch meinetwegen langsam gehen, wie sieht's aus? Weil sie sind alle noch begeistert. Könnte ja auch schnell gehen. Von Odin. Achso, es regnet. Wir können keine Brandpfeile einsetzen. Logisch. Tja, und der Gegner will nicht landen? Ich weiß es nicht.
versuchen wir doch mal, sie dann so unter Beschuss zu nehmen. Truppen alle bereithalten. Und ich würde schon eigentlich gerne den General jetzt oder den König. Das ist ja sogar der König. Bringt das jetzt was, wenn wir darauf schießen ohne Feuer? Geschosse, Ziele anvisieren. Tod von oben. Ja, die schießen. Schießen die dann zurück irgendwo? Bogenschützen oder sowas? Ne, nicht zu sehen, ne? Wo ist der General? Da. Also ich habe keine Ahnung, was die KI da macht. Aber weil die Bogenschützen sind ja wohl die geringste Bedrohung, da brauchen wir jetzt nicht drauf schießen. Die rammen sich da. Was macht die KI? Die stehen in der Gegend rum. Hä, wir sind auch unter Beschuss. Durch die Bogenschützen da. Ah, die können also tatsächlich zurückschießen. Ja, dann Rückzug. Hier sehen wir auch die Reichweite. Frag mich nur, landen die jetzt da gleich oder nicht oder was? Na ja, wäre ja vielleicht besser, wenn wir unsere Krieger nochmal ein Stück rüberholen, aber es sieht nicht so aus. Na ja, wir stellen die mal da so hin und dann gucken wir mal. Und solange wir Geschosse haben, können wir ja schießen. Ich lasse mal auf doppelter Geschwindigkeit laufen. So, sie schießen wieder zurück. Und jetzt landen sie, tatsächlich. Plänkler, Bogenschützen. Ja. Eigentlich müssten wir eher auf den General schießen, ne? Dann, kommt mal hier schnell zurück. Was haben wir hier? Bogenschützen? Bogenschützen? Speerkämpfer, das ist schlecht. Die Bogenschützen werden wir allerdings versuchen jetzt anzugreifen direkt. Hier will ich auch mal versuchen, direkt den gegnerischen General zu stellen. Ja, folgt die ruhig. Ja. Nice. Jetzt haben wir den König aber wirklich getötet. Lasst euch doch da nicht von den Speerkämpfern angreifen. Tötet einfach nur die Bogenschützen und dann ist gut.
Ah, ich glaube, die sind wir los, oder? Unsere Kavallerie. Was kommt hier noch? Kettenpanzer tarnen. Oh, hallo. Dann sollten wir was zurückhalten, um hier gegen die anzutreten. General vielleicht noch hier rüber. Ja, auch der kann da nichts ausrichten. Oh, krass. Mal wieder so eine Killer-Einheit aus dem Hut gezaubert. Die werden hier weiterverfolgt. Oh Mann. So, immerhin sind jetzt alle Truppen gelandet des Gegners. Da müssen wir jetzt also keine mehr befürchten, in Anführungszeichen. So, was mit denen? Die haben schon Munition verballert. Das heißt, die können jetzt hier... nein, ihr sollt da hinterher rennen. Keine Munition mehr habt, dann... verfolgt die fliehenden Feinde. Das gleiche gilt hier für die Kavallerie. So, jetzt hier rüber, bevor unser König noch stirbt. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Man kann da jetzt auch mal aufgeben, ne? Sein König ist tot. So, jetzt ist er endlich mitgenommen. Wir flankieren ihn. So, jetzt haben wir sie endlich gebrochen. Oh. Ey, weißt du? Was war das wieder für ein Kampf hier? Und ihr? Befolgt den Einzelnen? Ne, ihr könnt da mal hinterhergehen. Und dann machen wir hier wieder dreifache Geschwindigkeit. Die bleiben wieder einfach stehen. Die sind, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu erschöpft, ne? Kein Bock mehr zu kämpfen. Ja, dann beenden wir das Gefecht. Ui. Jetzt haben wir 3 Armeen von Mercia vernichtet. Alter Verwalter. Wir haben natürlich, unsere eigene Armee existiert quasi nicht mehr. Ja, bitte gib mir die restlichen Truppen. Oh, sie haben noch 2. Da kümmert sich jetzt unser Verbündeter drum. Beschädigte Gebäude durch Blitzschlag. Ja, dann repariert das doch mal. Nutzloser Arm.
Feindliche Moral minus 1. Ja, das sieht nicht gerade schön aus, hält mich aber nicht davon ab, mich ins Getümmel zu stürzen. Er hat scheinbar eine Verwundung davon getragen. Die Krieger sind bereit. Was mit euch? Warum, warum ist das so, dass ihr da so einen Verschleiß habt? Keine Versorgung, aber die kommt in der nächsten Runde. Wir haben die Schmiede Stufe 2 fertiggestellt in Leudis. Sehr gut. Und was ist jetzt das Problem? Öffentliche Ordnung ist wieder schlechter geworden, ne? Ja, weil wir gegen Engländer gekämpft haben. So, die Armee wird ja wohl gleich vernichtet sein. Puh, wollen wir hier investieren in Fisch? Ah, es bringt auch Versorgung und so. Ja, kommt. Können wir dann noch eine sinnvolle Einheit irgendwie rekrutieren? Ich glaube nicht. Vielleicht einen so einen Speerkämpfer noch. Für die Sicherheit. Okay. Ja, dann hat sich das doch anders entwickelt, als ich gedacht hätte. Wir haben drei Armeen von Mercia vernichtet und... Also ich vermute jetzt mal stark, dass jetzt der Weg nach Kessel und ins mercische Heimatland offen steht. Mal abgesehen davon, dass hier eine Truppe steht, aber... Unser Vasall hat Stafford eingenommen. Und könnte sich vielleicht um diese Armee da kümmern. Da kommt ja hier noch eine zweite. Unter keinen Umständen. Ich hoffe mal, dass er dann danach hier nach Tamworthage geht. Hui, ja, spannend, spannend, was hier abgeht. Ich wollte mir nochmal einmal kurz die Armee anschauen, wie die jetzt aussieht. Ja, wir kriegen keine Verstärkung, ne? Das ist das Problem. All die, weil die wir keine Versorgung haben, die kriegen wir jetzt in der nächsten Runde. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die nächste Runde und schauen uns das an, was hier noch passiert. Mercia greift, holt sich die Siedlung zurück, oh mein Gott, und rekrutiert Truppen nach. Ich hoffe, unser Verbündeter wird das da gleich beenden. Er vernichtet auf jeden Fall schon mal die Flotte und landet gleich in Kester. Wir haben hier Verschleiß, aber jetzt Versorgung. Und Thorret hat die Eigenschaft mehr als genug bekommen. Einfluss und Regierung. Momentan haben wir Nahrung in Hülle und Fülle, das stimmt. So, der König Guthfried, der kann gelevelt werden. Mehr Versorgung, ne? Ja, ich gehe jetzt hier auf den Quartiermeister. Mehr Versorgung ist halt wichtig. Man könnte fast überlegen, diese angeschlagenen Truppen zusammenzulegen. Die hier zum Beispiel. Und auch die Kavallerie und dann stattdessen jetzt nachzurekrutieren. Wir machen das mal mit den beiden. Warum können die nichts? Ach, das. Ah, das sind Bekundschafter. Ja. Können wir noch einen von denen? Nee, hier können wir nur den. Schildbeißer können wir aber nochmal rekrutieren. Das machen wir auf jeden Fall. Die könnten auch vereinigt werden jetzt. Weiß nicht unbedingt, ob ich das will. Tja, naja, dann müssen wir jetzt da eine Weile stehen bleiben und warten.
Können wir ja machen. Können wir ja so machen. Mal kurz auf der Übersichtskarte. Wie sieht's aus? Ja, Jobi. Die nehmen da hoffentlich die Siedlung wieder ein jetzt. Machen wir sie. Haben sie nicht, aber scheinbar haben sie die Armee vernichtet, die da war. Zumindest so weit in die Flucht geschlagen, dass wir sie nicht mehr sehen können. Sie sollen ja auch eigentlich die Hauptstadt da einnehmen. Also vielleicht machen sie das. Und Jurbi... Ach, das ist unser Vasall hier. Quatsch, Jurbi ist hier oben. Die werden wahrscheinlich Kester einnehmen. Das können sie in der nächsten Runde sogar auch belagern. Und wie sieht das mit uns aus? Wir können auch da hinkommen, aber mit unserer angeschlagenen Truppe möchte ich das ungern tun. Wie gesagt, wir warten da auf Nachschub und Verstärkung und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir beginnen werden, ins Kernland von Mercia vorzudringen und nach in die walisischen Gebiete ehemals. Vielleicht können wir hier Gwynedd oder so wieder befreien. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, liebe Freunde, und bis bald.